Hey, was geht, ihr Rangeschwitzer und Lockerzocker da draußen? Juri hier und das ist die zweite Folge von Wissen ist Macht. Und bevor wir anfangen, will ich nur schnell loswerden, wie sehr ich mich über die ersten knapp 50 Abonnenten freue. Und noch mehr freut mich, dass es euch gefällt, was ich tue. Danke an dieser Stelle. So, los geht's. Bevor wir zu der Taktik kommen, zeige ich euch zwei Spots: einen zum Ballern und den anderen mit der Drohne. So, wir sind gerade auf Café Dostoevsky, oben in der Bar. Wir müssen die Bomben verteidigen, so wie immer. Ich mein Lieblingsmodus. Und jeder kennt diese Luke da oben, da wo die reingucken können und so. Jetzt zeige ich euch, von wo ihr die abschießen könnt. Oh, ja. Der Damage hätte nicht sein müssen. Auf jeden Fall, wenn ihr hier drauf springt und hier drauf, verliert ihr kein Leben. Das ist, glaube ich, jedem klar. Ja, also der eine Spot ist hier halt am Tisch hier. Ihr könnt euch unter den Tisch verstecken und da auf die Tür gucken. Oder was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist, dass ihr könnt da oben auf das Fenster gucken. Leider sieht man jetzt nicht viel, weil ich habe Tag eingestellt. Das ist ein blöd gewesen. Aber wenn ihr Nacht habt, seht ihr auf jeden Fall mit Reflexvisier sehr gutes Fenster und die Gegner, falls sie da reingucken. Mit ACOG-Visier würdet ihr auch tagsüber da was sehen. So, das ist auf jeden Fall der Spot zum Ballern. Und jetzt zeige ich euch noch einen Spot für die Drohne und der befindet sich auf der Map Herford Base. Ja, eine ziemlich coole Map, sehr eng auf jeden Fall, kann man schöne Action machen. Und der Spot ist hier, direkt an der Treppe, da oben einfach auf das Rohr springen. Ja, jetzt werden viele denken wahrscheinlich so, boah, voll langweilig, wo sieht man gar nicht und so. Ja, aber ihr müsst nicht unbedingt bei den besten Spots immer so voll viel sehen und sofort die ganzen Gegner im Blick haben. Der Spot ist eher so primär für mich, wenn wir zum Beispiel mit meinem Team einsteigen und die Bombe ist unten und die Jungs machen oben das Haus sauber, falls da ein Streuner ist oder so, dann gucke ich auch gerne mal einfach in die Cam hier rein und sage dann an, ob einer von unten kommen will oder nicht und sie überraschen will oder sonst irgendwas. Und wenn da halt keiner kommt und das Haus ist auf jeden Fall sauber, dann könnt ihr auch da direkt runterspringen und zack, seid ihr schon bei der ersten Bombe und könnt hier den einen spotten, ablenken, was auch immer, gucken, ob da jemand ist oder nicht. So, also für mich finde ich schon ein sehr wichtiger Spot. So, mit der Taktik, mit der heutigen Taktik will ich euch zeigen, wie man die Luken dicht halten kann vom Termite, also verstärkte Luken, damit es nicht aufsprengt. Und am einfachsten finde ich, geht das auf der Map Clubhouse in der Küche. Jeder kennt diese Luke, die ist direkt über dem Waffenlager, über der A- oder B-Bombe, keine Ahnung, weiß nicht mehr. Und damit sie dort nicht reinschießen können, nicht runterspringen können, euch da nicht überraschen können oder einfach nur nicht nerven können, könnt ihr die davon abzuhalten, diese Luke zu öffnen. Ja, am besten wählt man dafür Frost, weil es eine Frau ist und die kennt sich mit Küchen aus. Mädels nimmt's nicht persönlich. Nur Spaß. Also, wenn ihr gestartet habt, dann rennt ihr sofort hoch in die Küche und legt eine Matte auf die Arbeitsfläche von der Küche. Das funktioniert auf jeden Fall. Ihr müsst dann nur, ist ein bisschen tricky, ihr müsst da so ein bisschen rückwärts laufen. Am besten ihr schafft es, bevor euch die Drohnen sehen. Aber falls ihr schon eine Drohne hier drin habt, dann knallt sie auf jeden Fall ab. Das erhöht eure Chancen, ja, da erfolgreich zu sein. Auf jeden Fall hier eine Platte. Und dann, wenn dann die Drohnen kommen, ist egal. Lasst dich markieren hier, ist scheißegal. Aber je schneller ihr arbeitet, desto besser ist es. Ihr macht schnell die Luke zu und hier die Tür zu und dann rennt ihr auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder runter. Ganz schnell, zack, wieder runter. Am besten ihr seid bei 0 oder kurz vor 0 seid ihr unten, weil das ist die beste Zeit, um dann noch irgendwelche Löcher in die Wände zu sprengen oder sonst irgendwas, weil die Gegner spawnen. Gucken nicht in die Camps und eventuell werden sie das dann später übersehen, wenn sie dann mit den Camps rumfahren. Auf jeden Fall bei 0 direkt hier sich zwei, drei Löcher schießen. Am besten saubere Löcher, weil wenn ihr dann unsaubere habt und dann trifft wieder die Decke oder den Boden sozusagen von unten, dann gehen die Kugeln nicht durch und machen nicht den nötigen Schaden, sag ich mal. So, wenn ihr das dann gemacht habt, wartet ihr einfach. Ihr wartet einfach, bis da die Gegner kommen und da rumtrampeln oder hier aufschlagen, versuchen und dann schießt ihr da einfach wie wild da rein. Zwei, drei Schuss, ich meine, von der Schrott von Frost reicht, die liegen. Worauf ihr noch achten müsst, ist auf jeden Fall auf Geräusche. Wenn ihr so Schritte hört, Schritte irgendwo hört, zum Beispiel jetzt nicht mehr unbedingt an der Tür, sondern da rechts am Fenster oder sonst irgendwas,
dann müsst ihr da euch echt auf jeden Fall konzentrieren. Wenn ihr eure Falle zuschnappen hört, dann wirft ihr einfach eine C4 da an diese Stelle, da wo die Falle war. Wartet kurz, vielleicht geht einer wiederbeleben oder so, und das passiert auch voll oft. Und dann schmeißt ihr C4 und dann habt ihr auf jeden Fall zwei Leute. Die Luke, falls das nicht geklappt hat und die das weggeschossen haben, also die Falle und rennen da weiter rum wie verrückt, dann achtet ihr einfach auf die Schritte und hört genau zu, wenn der Termite versucht, seine Ladung zu legen. Wenn der Termite seine Ladung legt und ihr hört das, wie dieses Geräusch, wie wenn jemand was an die Wand platziert oder sonst irgendwas, eine Sprengladung, auf jeden Fall direkt C4 werfen, neben der Luke, so nah wie möglich. Einfach neben der Luke werfen und sofort abhauen. Zack und zünden. Sofort. Das muss sehr, sehr schnell gehen. Am besten ihr hält schon C4 in der Hand oder so, wenn ihr nicht schnell genug seid. Das tötet den Termite. Die Luke bleibt zu. Wenn ihr schnell genug seid, dann hat er noch nicht gezündet. Die Luke bleibt zu. Termite ist tot. Die Luke ist safe. Und auch noch die anderen Wände, die ihr eventuell verstärkt habt seitlich, sind auch safe. Und hier noch ein kurzer Ausschnitt, wie das beim Termite dann aussieht. Also so mit dieser Taktik mache ich immer meine Luken dicht. Und was ich euch noch empfehlen würde, ist diese Wand hier zu verstärken. Warum, erkläre ich euch in der nächsten Folge. In dieser Folge lasse ich das jetzt einfach mal so stehen und spiele mal einen Clip ab, damit ihr seht, dass es auf jeden Fall funktioniert. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.